Willkommen zum Asklepios Talk. Mit der Erfahrung von mehr als 100 Jahren als medizinische Anlaufstelle in der Region versorgt die Abteilung für Gynäkologie der heutigen Asklepios Südpfalz Klinik Kandel Patientinnen, die unter Erkrankungen leiden, die speziell die weiblichen Organe betreffen. Welche das sind und wie behandelt werden kann und mehr über die Gynäkologie erzählt mir Dr. Karl Kunz. Er ist Chefarzt der Gynäkologie und ästhetischen Chirurgie an der Asklepios Südpfalz Klinik Kandel. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, was macht denn ein Frauenarzt ohne Geburtshilfe? Das ist eine gute Frage, weil man ist eigentlich seines Daseins zum Teil beraubt, muss ich sagen. Also wir hatten ja Geburtshilfe gehabt seit Anfang an schon und haben dann plötzlich aufhören müssen, nicht weil keine Patienten mehr kamen, sondern weil wir kein Personal mehr hatten. Mhm. Ja, wir hatten einen großen Mangel an Hebammen und die Hebammen, die wir hatten, waren alle so im Rentenalter. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist Schluss. Das spielt natürlich rein auch in die Entwicklung des ganzen Fachgebietes, weil es gibt immer mehr Zentralisierung. Und ich denke, Geburtshilfe ist, glaube ich, notwendig an einem Standort mit einer Kinderklinik dazu und mit einer großen Anzahl von Entbindungen. Das ist eben die Zeit und ich denke, das bringt auch eine gewisse Sicherheit für die Patientin. Was versteht man unter einem operativen Zentrum? Also im operativen Zentrum der Gynäkologie wird praktisch alles, was in dem Fachgebiet operiert wird, an Frauen, manchmal auch an Männern, da komme ich gleich nochmal drauf. Okay, ja. Und alles, was das Fachgebiet hergibt. Das heißt also, es ist eine onkologische chirurgische Therapie, also Brustkrebs, ja. Krebs der Gebärmutter, der Eierstöcke, des äußeren Genitales zum Beispiel. Dann auch auf dem Gebiet der Urogynäkologie, das heißt also Krankheiten, die sowohl mit in die Urologie reinspielen, als auch in die Gynäkologie. Das wäre bei Frauen zum Beispiel die Harninkontinenz, wobei man da unterscheiden muss, dass Inkontinenz nicht gleich Inkontinenz ist. Es gibt Formen, die kann man nicht operieren, die muss man mit Tabletten behandeln. Es gibt Formen, die kann man operieren, meistens mit einem ganz kleinen Eingriff. Oder zum Beispiel gerade hier im ländlichen Bereich, es gibt viele Frauen, die im Alter dann einen Gebärmuttervorfall haben. Das geht dann so weit, dass fast die ganze Gebärmutter nach unten rauskommt. Hängt das mit Schwangerschaften zusammen? Oder? Das hängt zum Teil mit Schwangerschaft zusammen, ja. Zum Teil mit dem Bindegewebe und im ländlichen Bereich hauptsächlich auch mit der Arbeit, die die Frauen verrichten. Mhm. Schwere körperliche Arbeit, vieles Heben und so weiter führt oft dazu, dass dann sowas passiert. Okay. Was würden Sie sagen, wie ist die Entwicklung in der Frauenheilkunde? Die Frauenheilkunde entwickelt sich immer mehr hin zu einem ambulanten Operieren. Ja, ein einfaches Beispiel. Vor vielen Jahren, als ich anfing, lag eine Patientin bei einer normalen Ausschabung fast eine Woche im Krankenhaus. Oh, okay. Bei einer Gebärmutterentfernung manchmal bis zu 6 Wochen. Heute ist es so, Ausschabung wird ambulant gemacht. Eine Gebärmutterentfernung geht nach 3 Tagen spätestens heim. Das heißt, die Entwicklung hin zum Ambulanten wird immer stärker. Tendenzen gehen dazu hin, dass man auch Brustkrebs fast ambulant operieren kann, sodass man in dem Fachgebiet natürlich sich anpassen muss, das ist klar, und dann eben Lösungen finden muss, die für ein Krankenhaus noch attraktiv sind. Das ist auch wichtig. Und vor allen Dingen für die Patienten attraktiv ist. Ja, es ist nicht getan, dass man einfach operiert und die Patienten dann rausschickt. Das ist diese berühmte blutige Entlassung, wie das so schön heißt. Die Tendenz geht dahin. Also wir haben zum Beispiel eine mittlere Verweildauer in unserer Abteilung von 2,6 Tagen. Okay. Dazu gehören auch große OPs. Okay.
Stichwort Zentralisierung. Ist die unbedingt notwendig? Ja, also Folgendes. Zentralisierung ist gut und schön, ja. Weil man relativ viel vorhalten kann. Also ob das jetzt Personal ist oder Geräte, die man hat. Das kann ein kleines Krankenhaus manchmal nicht so leisten. Das muss man so sehen. Wobei die Qualität wird wohl kein großer Unterschied machen. Okay. Ja, ich denke, wenn ein guter Operateur in einem kleineren Haus da ist, dann ist die Qualität genauso wie in einem großen Haus. Und wir sind alle, oder wir unterliegen alle der Qualitätssicherung. Wir haben eine externe Qualitätssicherung. Ich bin jetzt hier in Rheinland-Pfalz in der Fachgruppe drin. Und ich bin in Berlin bei IQTEC, die machen die Qualitätssicherung für alle Häuser. Und dadurch kann ich sehen, was eigentlich geleistet wird in den Häusern. Und die Qualität ist in kleinen Häusern nicht schlechter als in anderen. Kommen wir auf Sie zu sprechen. Welche Vorteile haben denn Patientinnen in Ihrer Abteilung? Also wir haben kurze Wege, das ist ganz wichtig. Wir reagieren schnell auf Zuweisungen. Wir haben eine ganz schnelle Terminvergabe, sowohl in der Ambulanz als dann auch in der operativen Behandlung. Das ist eigentlich das ganz Wichtigste. Und vor allen Dingen, die Patienten, die hierher kommen, kennen alle ihren Operateur oder ihre Person, die sie untersuchen. Ja. Ist also nicht so, dass ein Patient hierher kommt und dann vor jemand Fremden steht und gar nicht weiß, wer ist das überhaupt. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Das gibt auch ein besseres Gefühl auf jeden Fall. Es gibt ein sehr gutes Gefühl und es gibt ein Gefühl der Sicherheit eigentlich auch für den Patienten. Auf jeden Fall, ja. Sie sind schon lange hier und ich merke, Sie sind immer noch mit Leidenschaft dabei. Behalten Sie sich das auch bei. Ich danke Ihnen sehr Dankeschön. für das Gespräch. Okay, danke. Vielen Dank.